Und damit hallihallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Angezockt von meiner Seite. Ja, wer weiß, vielleicht wird's mehr wie ein Angezockt, das überlasse ich eurer Entscheidung. Wir werden gucken. Jetzt muss ich mal schauen. Oh, der Controller funktioniert hier. Ich habe den Controller nämlich zufälligerweise angesteckt. Ich bin ja eigentlich mehr die Tastaturzockerin, aber wer weiß, vielleicht lässt sich dieses Spiel ja mit dem Controller sogar besser steuern. Das ist ja schön. Ja, das ist ein Spiel, das ich bei der lieben Mr. Lewis Carroll gewonnen habe. Und ich fand es so klasse. Es ging darum, dass man reinschreibt, welches der Spiele man gern möchte und warum. Und mir hat es so gefallen, weil es so richtig schön düster ist. Und ja, ich entschuldige mich, auf meinem Kanal kommen leider das recht. Ja, doch recht oft düstere Spiele. Aber keine Sorge, es wird auch ganz, ganz tolle, lustige Spiele immer wieder geben. Und alleine das, dass auch eine Katze darin vorkommt, hat mir so gefallen, dass ich gesagt habe, oh, dieses Spiel würde ich gerne haben. Und ich habe es gewonnen und ich habe mich so gefreut und ich würde es euch heute gerne zeigen. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, eigentlich wollte ich gerne ein anderes Let's Play starten. Ich habe das Problem, Fraps kann es mir nicht aufzeichnen. Ich habe mich dazu entschlossen, jetzt ein Angezockt zu machen, weil mir das ein bisschen Zeit gibt, nach Deponia ja ein anderes Folge-Let's Play zu finden. Ihr könnt gerne, wenn ihr möchtet, mal unter meinen Kanallinks in Steam reinschauen, was ich da so an Spiele in meiner Liste und auch in der Wunschliste habe. Vielleicht ist da was dabei, wo ihr sagt, oh, das würdet ihr gerne sehen, dann könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Aber jetzt geht es erstmal um A Walk in the Dark. Und wir können mal in die Optionen reinschauen. Hier haben wir die Settings, die Auflösung, die habe ich jetzt gar nicht geändert. Den Fullscreen, die Musik können wir hier verstellen. Dann haben wir hier die Controls. Ach ja, er erkennt sogar, dass wir das haben. Oh, das ist sehr schön. Schleichen und springen, okay? Hier gehen wir zurück. Die Credits können wir anschauen. Dann gibt es hier die Challenges. Okay. Die können wir noch nicht machen, wie es scheint. Hier können wir Level Select auswählen. Sehen hier also schon, es sind gar nicht so viele Level. Warum ist das unten hier schon weiß? Ach, weil ich das schon. Ah, das synchronisierte Spiel. Das ist geclouded. Ach, stimmt, ja. Ich habe nämlich das Spiel schon angefangen. Allerdings habe ich das angefangen auf meinem Laptop. Deswegen wundert mich das gerade. Entschuldigung, ich habe jetzt mal eben das Spiel gestartet. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Moment. Main Menü. Select Level. Wenn, dann müssen wir von vorne anfangen. Es ist ja Schwachsinn, wenn wir nicht von vorne anfangen. Okay, das finde ich jetzt gerade ein bisschen schwierig. Ich kenne das eigentlich nicht so. Ich bin das gewöhnt, wenn ich das Spiel über Steam auf einem anderen PC installiere, dass dann eben die Speicherstände nicht mitgeschickt werden. Aber es hat sich hier geclouded, also haben wir hier das Stückchen schon. Gut, kein Problem. Wir legen jetzt nochmal los bei Level Nummer 1 und dann schauen wir mal, wie euch das Spiel gefällt. Nicht mal mit Anfangsvideo. Ist das ernst gemeint? Entschuldigung, ich muss nochmal zurückgehen. Okay, man sieht also schon, wir haben einiges vor uns. Oh, das ärgert mich jetzt. Können wir nicht mal das Anfangsvideo zeigen? Wirklich? Hier können wir nur die Credits machen. Oh, das tut mir jetzt leid. Ich hoffe, es ist nicht schlimm. Am Anfangsvideo sieht man halt, wie das kleine Mädchen mit der Katze spielt und dann wird das Mädchen entführt. Und dann landet man in diesem Level hier. Ich hoffe, das ist nicht schlimm, dass ihr das jetzt nicht gesehen habt. Ja, wir steuern diese Katze, wir können springen und wir sammeln diese Pusteblumen hier, die sammeln wir ein. Und so springen wir hier von Level zu Level. Und ich finde die Musik so unheimlich toll in diesem Spiel. Und hier müssen wir schleichen. Sehen wir, mit geduckt, damit wir da durchkommen. Und wir können hier auch von der Wand wegspringen, damit wir das bekommen. Und so funktioniert dieses Spiel. So, jetzt müssen wir mal gucken. Was bräuchten wir denn eigentlich? Paar ist 23. Wir bräuchten also 23, um dieses zweite Emblem zu bekommen. Oder Emblem. Ich sag das, glaube ich, immer falsch. Emblem sagt man ja, glaube ich, gar nicht. Gell? Ich spreche das immer falsch aus. Um 23 Sekunden müssten wir schaffen. Und dann bekommen wir diesen Erfolg, so quasi mit der Katze. Oh, wir haben die so schon bekommen. Ja, geschafft. Und jetzt haben wir beide Auszeichnungen. Sehr schön. Und so gestaltet sich dieses Spiel. Aber das bleibt nicht so gleich. Also es wird sich dann auch gleich ein bisschen ändern. Also wer da jetzt sagt so, oh, das ist ja langweilig, es wird sich auch noch ein bisschen was ändern. Aber ich mag halt alleine die Musik schon total. Ich finde das so schön gestaltet. Das ist ein richtig tolles Spiel. Next Level.
Und hier wird's gefährlich, denn hier sind so Zacken und auf diese Zacken dürfen wir nicht draufspringen. Und ich weiß nicht, vielleicht merkt der ein oder andere, dass das Spiel doch ein bisschen eine Ähnlichkeit hat mit Super Meat Boy. Ich finde, das Spielverhalten ist minimal so ähnlich gestaltet, weil es ist auch so hauptsächlich Sidescrolling-mäßig. Oh. Und dieser schöne Schatteneffekt, aber wenn die Katze dann in diese Stacheln reinfällt, das finde ich so schön gemacht. So, und können wir eigentlich in der Luft... Wow. In der Luft zweimal springen? Nee, würde auch nicht gehen. Wieso sollte die Katze das auch können? Und hopp. Ja, klappt ganz gut. Und hier drüber. Und dann haben wir dieses Level auch schon geschafft. Super. Und wir haben es wieder mit dieser Katzenmedaille hinbekommen. Das ist schön. Aber ich glaube, dass es am Anfang auch noch nicht schwer sein wird. Dieses Level hier hat mich zur Verzweiflung gebracht. Denn in diesem Level sind diese blöden Viecher hier. Und jetzt muss ich mal schauen, wie wir das hinbekommen. Also bis zu diesem Level habe ich es gespielt, beziehungsweise noch ein Level weiter. Mein Freund meinte, ich sollte sie ein bisschen weiter weglocken, als er mir zugeschaut hat. Müssen wir mal versuchen, das sollte möglich sein. Okay, also, alle hoppa! So, und jetzt gehen wir hier hin, locken das Viecherl hier hin. Und dann... Oh, das funktioniert, das funktioniert, das funktioniert! Juhu! Yay! Und sogar mit Katze. Sehr schön. Und ihr seht schon, genau bis zu diesem Level hierhin habe ich das Spiel gespielt. Und jetzt spielen wir das Frauchen. Okay. Und wir können hier hüpfen und dann passiert dieses hier. Das ist, wenn wir ducken. Wenn wir ducken, dann streckt sie ihre Hände aus. Warum auch immer. Das ist auch eine ganz, ganz schöne Idee, das Spiel so zu gestalten. Ich finde das ganz, ganz cool. Finde ich schön. Das ist eine gute Idee, die sie sich da einfallen lassen haben. Das ist jetzt eigentlich noch ganz einfach gewesen. Wow, war ich ein bisschen zu schnell. Ich wollte es jetzt einfach mal versuchen, schneller zu sein. Das Ganze ein bisschen flotter zu machen. Aber man muss halt auch wirklich sagen, diese Musik ist halt auch... Oh, wirklich sehr, sehr toll gemacht. Man kann also auch... Man bewegt sich auch im Flug. Okay, dann wissen wir das jetzt auch. Muss ich mir das jetzt merken? Dass ich mich im Flug nicht zu viel bewegen darf. Weil sonst passiert nämlich dieser Fehler, dass ich trotzdem in diese Stacheln reingehe. Das ist kein Spiel, das man zu schnell spielen sollte. Oh, das war ja eine miese Kante. Ja, eigentlich ist das jetzt nicht schwer. Also nicht wundern, wenn ich jetzt hier sterbe. Man muss auch ein bisschen die Grenzen austesten. Und ich meine, ich werde das Level jetzt ganz normal ernsthaft machen. Dann seht ihr auch, dass es nicht schwer ist. Zack. Ich mag das nur nicht, wenn es so knapp hergeht. So. Weil, wie weit darf man gehen? Das ist immer die Frage. Wie weit darf man gehen, dass man nicht reinfällt? So, hier müssen wir im Fall uns bewegen, damit wir es schaffen. Ja, wir haben beides nicht bekommen. Aber wir haben das Level geschafft. Part 20 wäre es gewesen. Und hier merkt man auch wieder, hier müssen wir uns im Flug bewegen, weil sonst klappt es nicht. So, wo müssen wir jetzt hin? Boah, das war mies. Was ich ein bisschen schade finde, ist, du startest halt das Level wirklich dann vom Anfang an wieder. Was heißt, es ist nicht schade, aber das macht das Ganze halt nochmal schwerer. Weil du musst halt wirklich von Anfang an anfangen, wenn du es nicht schaffst. Wow. Nicht schlecht, da wir es geschafft. Gibt es diese beiden Auszeichnungen scheinbar gar nicht? Die linke? Ich weiß es nicht. Moment, ich sehe, ich weiß, warum ich den ersten nicht bekommen habe. Schaut mal. Müssen wir mal gucken, ob es... Ah, Mist, wir müssen weiter rüber. Weiter. So, seht ihr das hier? Wie will man das denn einsammeln? Also deswegen haben wir das zweite, diese andere Auszeichnung nicht bekommen. Oh Gott. Wow, das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Mal gucken. Das sollten wir aber irgendwie schaffen. Erst wir gehen hier runter. Nee, so schaffen wir es nicht. Wir müssen da definitiv drüber. Ah, jetzt haben wir es bekommen. Okay. Gut. Also hier rauf. Hier rüber. Okay, das haben wir geschafft. Gar nicht so leicht, muss ich schon sagen. Gar nicht so leicht.
Okay. Yay! Super! Und hier haben wir diesen Shiny Catcher eingefangen. Deswegen haben wir hier das Auszeichen bekommen. Die Auszeichnung, so muss ich sagen. Ja, ich finde, es ist schon schwierig gemacht. Wie willst du das denn schaffen? Ich meine... Und was ist das hier? Da kommt... Da steckt man auch drin fest, okay. Ah, mistig. Mistig, mistig, mistig. So, wie will man da rüberkommen? Was ist, wenn ich jetzt... Ah. Was ist eigentlich, wenn ich im Flug diese Taste drücke? Da passiert nichts, ne? Wie soll man denn da rüberkommen? Oh, geschafft. Ah, jetzt habe ich es schon geschafft und dann sterbe ich trotzdem. Na, das habe ich nicht aufgepasst. Also man sieht schon, das Spiel ist doch ein bisschen knifflig. Und vielleicht ist es auch deswegen der Grund, warum ich es vermutlich auch gar nicht erst zum Let's Play mache. Weil ich weiß, dass ich doch ein Ticken zu schlecht für solche Spiele bin. Und ich weiß, dass das so echt ein Ewigkeits-Let's Play werden würde. Vor allem, man kann ja, glaube ich, keine Level überspringen. Du musst sie ja auch wirklich schaffen. Wenn du sie nicht schaffst, hast du Pech gehabt. Und aus diesem... Ah, schon wieder zu weit rüber. Aus diesem Grund ist es halt wirklich schwierig für mich zu sagen, ich mache ein Let's Play draus. Ich kann halt einfach nur hoffen, dass ich die Level schaffe. Und wenn nicht, halt dann vielleicht... Ja, keine Ahnung, mein Freund, bitte, aber mir helft. Der ist in solchen Spielen, ist der da echt super. Aber das bringt mir halt in einem Let's Play nichts. Ihr seht, ich stelle mich dumm an. Eigentlich ist dieses Level noch gar nicht schwer. Aber es ist wie Super Meat Boy meines Erachtens darauf konzipiert, dass du stirbst. Wow. Sowas hasse ich, wenn ich mich nicht bewegen soll, um es zu schaffen. Woo! Hey, ich weiß nicht, wo das shiny Ding war. Mir auch relativ gleich. Ah, die Katze wieder. The Forest. Ui, was bist denn du? Okay. Da können wir auch drüber springen. Das ist mir dann schon weitaus lieber. Oh, das ist das Problem halt. Du. Man kommt zu nah ran. Und dann stirbt man deswegen, weil man zu nah an das Viech ran ist. Das finde ich immer ein bisschen schade. Nein, ich wollte gerade nochmal rückwärts drücken. So, jetzt aber. Und? So. Und jetzt mit Konzentration. Oh, ich habe gesagt, mit Konzentration. Ich werde jetzt mal das Level lang nichts sagen. Einfach nur wegen der Musik. Ich finde die Musik einfach so unheimlich toll. Ich sammle diese shiny Dinger jetzt absichtlich nicht ein. Mir geht es eigentlich nur darum, das Spiel an sich zu zeigen, auch ein bisschen die Levels zu zeigen, wie sie so funktionieren. Das habe ich befürchtet und ich habe mich nicht geduckt. Das ist nicht gut. Glück gehabt. Nein! Ich muss von oben rüberspringen, stimmt's? Nee, muss ich nicht, weil hier komme ich ja auch drüber. Aber mit mehr Anlauf. So, und von hier kann ich richtig schön drüber springen. Hier durchducken oder durchschleichen. Und wieder laufen und wieder schleichen und wieder laufen. Yay! Sehr schön. So. Oh, sowas hasse ich. Da wirklich da punktgenau reinzuspringen. Sowas bin ich so schlecht. Deswegen versuche ich es ehrlich gesagt auch gar nicht erst. Weil ich das... Oh, einfach nicht kann. Deswegen ist auch das Problem gewesen, als ich mit meinem Freund Super Meat Boy gespielt habe, dass ich echt die meiste Zeit ihn spielen lassen habe, weil ich sowas eigentlich gar nicht kann. Auch hier, dass du dich dann so fallen lässt, dass du dieses shiny Ding doch noch bekommst. So, das ist jetzt eigentlich noch nicht so schwer. Ah, sowas ist halt wieder fies, ne? Da hüpfst du ein Stückchen zu weit, was dann wiederum bedeutet, dass du gleich die Fledermaus erwischt. Aber gut, das sind halt die Herausforderungen von dem Spiel, ne? Aber das Level schaffen wir auch noch. Wäre doch gelacht, wenn wir dieses Level nicht schaffen würden. Es hat ja auch so ein bisschen diese Super Meat Boy-Geräusche. Nein! Das gibt's doch nicht. Wie schaffe ich das? Ich muss versuchen, kurz zu springen.
Ach, das gibt's ja nicht. Ich hab doch versucht, kurz zu springen. Das macht halt dann aber auch gern bei solchen Spielen ein bisschen den Frustfaktor aus. Weil man sich halt denkt, ja, wieso? Und ich hab doch und... Ach, schade. Jetzt hätte ich den Sprung geschafft, aber die Fledermaus hat mich erwischt. Okay, also nochmal. Oh, die geht so schnell wieder runter. Ich dachte, ich hätte ein bisschen mehr Zeit, den Raum zu nutzen, um nicht ganz so weit zu springen. Habe ich aber nicht. Nein! Es war schon wieder zu weit. Ah! So, aber jetzt. Und Fledermaus und... Oh. Wenn ich gleich weiterrenne, versuche kurz zu springen, aber gleich weiterrenne, funktioniert das? Ja, das funktioniert. Wow. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Super. Sehr schön. Gefällt mir. Da geht es dann von der anderen Seite weiter. Okay, wir müssen einmal hier durchschleichen. Hier durch. Da darfst du dann auch nicht zu hoch springen. Wenn du zu hoch springst, dann, ne? Und diese Shinies erinnern mich halt an diese Sache, wie mit Bandage Girl war es. Okay. Weil da hattest du ja die Bandages geholt. Oh, schaut euch diesen Hintergrund an. Wegen sowas hat mich eben dieses Spiel so dermaßen von angesprochen, weil ich das so klasse fand. Nein! Ein blödes Viech. Da bist du in Zeitdruck jetzt natürlich, weil da kommt dieser Igel. Wieso bin ich jetzt wieder zurückgegangen? Und dann springst du, merkst du aber, dass das Schwachsinn ist und dann willst du wieder zurück, aber da kommt dann der Igel und ja, das ist das. Deswegen sollte man solche Levels auch immer versuchen, in einem Rutsch durchzuspielen. Da ist man fixiert auf die Pusteblume und schafft es deswegen nicht, weil der Igel kommt. Das sind halt wirklich, wie gesagt, Spiele, das habe ich auch bei Super Meat Boy gemerkt. Die Level, wo du schnell unterwegs bist, sind die besten. Weil die schaffst du. Wenn du langsam bist, schaffst du es meistens nicht. Die sind so getimed. Was? Boah. Ja, weil du musst ja auch diese Bestzeit schaffen. Und da gibt es halt diese Ideallinie. Und wenn du diese Ideallinie schaffst, dann schaffst du natürlich auch die Bestzeit. So, haben wir das auch. So, geht doch. Sehr schön. Nächstes Level. Ich glaube halt, dass dann irgendwann die Zeit kommt. Oh, ist ja cool. Ich laufe nicht. Das Viech läuft von selbst. Läuft von selbst. Ich kann nur A drücken. B bringt mir... Okay, ducken kann ich mich. Aber ich kann nur springen und ducken. Mehr kann ich nicht machen. Da ruckelt das Spiel ein bisschen. Das kann aber nicht am Computer liegen. Das muss dann leider ein kleines Performance-Problem des Spiels sein. Weil der PC ist gut. Das würde mich wundern. Jetzt bin ich mal wieder still, einfach nur wegen der Musik. Und weil ich mich konzentrieren wollte. Oh, da war ein Spitz. Hier muss man sich ducken. Die Musik ist echt klasse gewählt. Oh, hier darf man noch nicht. Kann ich mich denn... jetzt muss ich mal ausprobieren. Ich möchte nur mal was austesten. Nee, man kann sich generell nicht bewegen. Also auch nicht, dass man sagt, okay... Naja, hier ist es ganz knapp mit dem Springen. Das war natürlich ein Fehler. Hier ist es ganz knapp mit dem Springen. Da musst du wirklich punktuell genau im richtigen Moment springen. Ach ja, hier sind die Spitzen. Genau, das war der Fehler, den ich beim ersten Durchlauf gemacht habe. Und es ist aber auch ein Spiel, das meines Erachtens wirklich auch an der Konzentration zerrt, wenn ihr merkt, wie oft ich jetzt eigentlich die erste Spitze erwischt habe. Obwohl ich eigentlich weiß, dass ich da sterbe, wenn ich gleich am Anfang schon zu früh springe. Na? Na? Wow! Yay! Also auch das Spiel, man merkt, mit jedem so kleinen Abschnitt ändert es sich. Man hat... Oh, okay.
Sagen mir diese Punkte, wo ich springen soll. Nee, da springt sie von selbst. Ach, an den weißen Punkten springt sie von selbst. Das ist ja auch mal klasse. Oh, da ist... Diese Spitze ist ja mies. Diese Spitze ist ja mehr wie mies. Ich finde das interessant, dass sie das so gemacht haben, dass da die Katze von selbst springt. Jetzt habe ich springen gedrückt, weil... Ah, das ist jetzt schon wieder so. Man wartet auf diesen weißen Punkt. Man weiß eigentlich, dass die Katze jetzt gleich von selbst springt und hier schon wieder. Aber weil man eigentlich es gewöhnt ist, dass man selbst springen muss, drückt man halt selbst nochmal springen. Es ist ganz schön schnell. Oh, okay, hier springt sie nicht von selbst. Ja, aber das Angezockt wird jetzt dann leider bald sein Ende haben. Ich möchte euch nur noch dieses Stückchen hier noch zeigen. Und zack. Oh, ich möchte dieses Level gern noch schaffen. Ah, ich mache immer den Fehler, dass ich springe, weil ich weiß, dass ich eigentlich springen müsste. Und dann, wie hier, es ist dann zeitverzögert. Durch das, dass die Katze automatisch springt, wird der Sprungbefehl später umgesetzt. Ja, da wird man ein bisschen augenkrank. Oh. Ich sollte nichts sagen. Von diesem Geruckele wird man halt ein bisschen augenkrank. Oh! Also merken, da muss ich schneller reagieren. Oh, aber hier nicht so schnell. Und? Und springen. Ach. Ja, es ist nicht so leicht, wie es aussieht. Vor allem nicht, wenn man so unskillig ist wie ich. Ich schaue immer auf den weißen Punkt und vergesse, dass ich hier noch gar nicht selbst springe. Okay. Oh, hier kommen nochmal solche Spitzen. Oh, wie fies. Ah, ich versuch's noch einmal. Na, das hat keinen Sinn mehr. Man merkt, es ist alles gar nicht so leicht. Und wir sehen schon, wir haben hier ein schönes Stückchen jetzt geschafft. Es sind doch einige Levels gewesen. Und wir sehen hier, wir müssen jetzt noch zwei solche Level schaffen. Und dann kommt ein Waldstück. Dann kommt das hier, das sieht sehr gefährlich aus. Da kommt dann noch einiges, noch ein paar verschiedene Modi. Ich denke, dass alles ein bisschen anders sein wird. Also es sind doch einige Level. Wir sind jetzt schon bei Level 53. Was haben wir noch alles? Sogar ein Leaderboard gibt's, wo man halt schauen kann, wie gut andere Leute sind, die das Spiel haben. Also wir sehen schon, ich glaube, dass es 100 sein werden, oder? Also ein Let's Play wäre eigentlich sehr, sehr schwachsinnig von meiner Seite, weil ich glaube einfach nicht, dass ich dieses Spiel schaffen würde. Aber ihr seht, es sind 100 Level. Es ist ein unheimlich schönes Spiel. Ich werde es privat definitiv noch öfter auspacken. Und dann müssen wir mal gucken, was ich wirklich als Folge-Let's Play von Deponia machen werde. Ich habe ein paar Spiele, die ich gerne spielen möchte. Ich habe The Path. The Path möchte ich unheimlich gerne spielen. Vermutlich auch Let's Playen. Ich bin leider immer noch nicht dazugekommen. Ich habe das geschenkt bekommen. Es tut mir sehr, sehr leid, dass ich es immer noch nicht gespielt habe. Das ist noch da, aber es hat auch wieder was Düsteres. Jetzt können wir mal gucken, ob es denn jemand in meiner Freundesliste gibt. Ach so, bei Level 100. Naja, gut, mal gucken. Hat denn jemand das Spiel? Oh, da gibt es einige Leute, die das Spiel haben. Das ist wow. Einige aus meiner Freundesliste haben das Spiel. Nicht schlecht. Ja, aber ich verabschiede mich jetzt hier an dieser Stelle. Sag Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.